und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein paar Ausschnitte vom Land Rover Kentucky 3-Day Event. Dort war ich am Wochenende und es war super. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr in der Nähe seid, was natürlich eher unwahrscheinlich ist. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht unbedingt dahin, das ist super. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Am Donnerstag und Freitag ging es los mit der Dressur. Hinten am Bildschirm könnt ihr den Namen lesen, der gerade reitet, und das Pferd dazu. Falls ihr euch auskennt, erkennt ihr vielleicht jemanden. Den Reiter, den ihr jetzt hier seht, ist Oliver. Er war nach der Dressur auf Platz 1 und auch nach dem Cross Country war er immer noch auf Platz 1. Durch Zufall bin ich auf diese Dreiergruppe gestoßen. Das war eine Frau mit ihren zwei Mustangs, komplett frei, nur mit einem Halsring auf dem Pferd, auf dem sie sitzt. Das war sehr beeindruckend und ich habe mich gefreut, dass ich sie gesehen habe. Am Freitagabend fand dann noch ein zusätzliches Springturnier statt. Den Reiter, den ihr hier seht, hat das Turnier gewonnen. Am Samstag war dann Cross Country Day. Manche reisen tatsächlich nur für diesen Tag an, weil es das Spannendste und Aufregendste ist. Und hier seht ihr die erste Kombination durchs Wasser. Das sind jetzt die Sprünge 17 und 18. Eine nicht ganz leichte Kombination, aber fast alle Reiter haben es problemlos geschafft. Zum Schluss habe ich noch eine Runde vom Springparcours für euch. Das war am Sonntag. Und dann war es das erstmal mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.